Sicher, viele Bands fanden durch plötzliche Todesfälle ein frühes Ende. Doch was ist mit einem epischen Backstage-Streit zwischen Geschwistern, der mit einer Pflaume begann? Es stellt sich heraus, dass wir einige dieser legendären Trennungen hätten kommen sehen müssen. Anfang 1994 hatten Nirvana 3 Studioalben veröffentlicht, wobei ihr zweites Album Nevermind die Grunge-Revolution einleitete und ihr drittes In Utero nach seiner Veröffentlichung 1993 ebenfalls die Albumcharts anführte. Während sich das Power-Trio aus Seattle bequem an die Spitze der Rockszene setzte, diente ein Vorfall am 18. März 1994 als unheimlicher Vorbote der Dinge, die da kommen sollten. Wie der Rolling Stone berichtete, rief die Frau von Frontman Kurt Cobain, Courtney Love, die Polizei zu ihrem Haus, weil er sich mit einer Waffe in einem Zimmer eingeschlossen hatte und drohte, sich umzubringen. Es kam zu keinen Verhaftungen, aber die Polizei beschlagnahmte 3 Waffen und eine nicht identifizierbare Flasche mit Pillen. Kurz darauf, am 25. März, wurde eine 2-tägige Intervention von Love und vielen Cobain nahestehenden Personen unternommen, heißt es in einem Bericht weiter. Trotz des Angebots, gemeinsam mit ihm eine Rehabilitation in Los Angeles zu machen, um ihr eigenes Suchtproblem in den Griff zu bekommen, flog Love schließlich ohne ihn in die Stadt der Lichter. Am 5. April, weniger als 2 Wochen später, starb Cobain durch Selbstmord in seinem Haus in Seattle. He was dead of an apparently self-inflicted shotgun blast to the head. Police found what is said to be a suicide note at the scene, but have not yet divulged its contents. Das markierte das Ende von Nirvana und ihrer kurzen, aber dennoch bahnbrechenden Karriere als eine der einflussreichsten Bands, die es je gab. Ihr kennt die Yardbirds wahrscheinlich als die Band, die die Karrieren der 3 legendären Lead-Gitarristen Eric Clapton, Jeff Beck und Jimmy Page ins Rollen brachte. Claptons Ausstieg war nicht allzu schädlich, da er 1965 durch Beck ersetzt wurde. Als Beck mehr als ein Jahr später ausschied, übernahm Page, der ursprünglich als Bassist eingestiegen war, die Leadgitarre. Letztendlich waren es nicht die häufigen Besetzungswechsel, die den Schwung der Yardbirds ins Stocken brachten, sondern ihr 1967 erschienenes Album Little Games. Dank Pages innovativen Spielstil ging die Band zu längeren, experimentelleren Songs über, darunter eine Version von Jake Holmes, Dazed and Confused, die Page später mit Led Zeppelin noch einmal überarbeiten sollte. Little Games bot jedoch wenig von diesem Experimentellen, da Produzent Mickey Most scheinbar auf eine poppigere, kommerziellere Richtung drängte. Page erzählte Reverb im Jahr 2020, du hast keine Ahnung, wie schnell das aufgenommen wurde. Richtig rotes Licht ist an. Take weiter. Mickey Most mochte keine Alben, er mochte nur Singles. Leider konnte sich keine der Singles aus Little Games in den Charts durchsetzen. Lediglich der Titelsong erreichte Platz 51 in den Billboard Hot 100, was mehr als ikonisch ist, oder? Die Yardbirds machten bis zum Sommer 1968 weiter, als Sänger Ralph und Schlagzeuger Jim McCarty bekannt geben, dass sie die Band verlassen würden. Nach der Auflösung der Yardbirds konnte Jimmy Page mit Sicherheit auf eigenen Füßen stehen. Led Zeppelin, die sich ursprünglich New Yardbirds nannten, hatten eine legendäre Karriere, die 1980 mit dem Tod des Schlagzeugers John Bonham abrupt endete. Wenige Monate zuvor war er während einer Tournee in Nürnberg zusammengebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Band erst 3 Songs gespielt und Plant hatte gerade in The Evening einen Song von ihrem 1979er Album In Through the Outdoor vorgestellt. Es herrschte eine lange Stille, bevor Plant das Publikum um Geduld bat, da es ein kleines technisches Problem gab. Dieses Problem war alles andere als technisch und Bonhams Zusammenbruch beendete die Show vorzeitig. Wie der Tourmanager der Band Richard Cole in Mick Walls Led Zeppelin-Biografie When Giants Walk the Earth behauptete, hatte Bonham vor der Tournee Heroin konsumiert. Während Wall die Theorie aufstellte, dass Bonzo auf Entzug war, als er zusammenbrach, erzählte Robert Plant dem Autor eine ganz andere Geschichte. Der Frontman wies darauf hin, dass die Band während der Tournee nicht viel auf die Gesundheit und grundlegende medizinische Belange geachtet habe. Ich weiß, dass er umgehend 50 Bananen hätte essen müssen. Er hatte kein Kalium in sich. Am 7. Juli 1980 spielte die Band ihr allerletztes Konzert und am 25. September starb Bonham im Alter von 32 Jahren, nachdem er im Schlaf an seinem eigenen Erbrochenen erstickt war. Laut Bericht des Gerichtsmediziners hatte der Schlagzeuger innerhalb von 12 Stunden 40 Shots Wodka getrunken. Als ältestes Mitglied von Creedence Clearwater Revival war Tom Fogerty der Anführer der Band, als sie noch als Blue Velvets und später als Gollywogs bekannt waren. Als die Gruppe ihren Sound zu dem charakteristischen Swamp-Rock entwickelte, der sie in den späten 60er Jahren zu Superstars machte, gab er die Leitung an seinen jüngeren Bruder John Fogerty ab.
Doch während die Hits weiterkamen, wurde Johns Grip um CCR immer fester und Anfang der 70er Jahre waren Tom und seine anderen Bandkollegen am Ende ihrer Kräfte. Nachdem er mehrfach überredet worden war, verließ Tom Fogerty CCR schließlich 1971. Offenbar wollte Tom Fogerty auf dem Album Pendulum mehr Gesang beisteuern und seine kreativen Muskeln spielen lassen. Doch sein kleiner Bruder war nicht bereit, darauf einzugehen. Creedence Clearwater Revival machte zu dritt mit John Fogerty, Cook und Clifford weiter und nahm 1972 ein letztes Album auf, Mardi Gras. Obwohl jedem Mitglied die Möglichkeit gegeben wurde, als Sänger und Songschreiber einen gleichwertigen Beitrag zu leisten, schrieb der Rolling Stone eine vernichtende Kritik und beschuldigte John Fogerty, die vermeintliche Mittelmäßigkeit seiner Bandkollegen zu entlarven, indem er ihnen erlaubte, ihre eigenen Songs zu schreiben und zu singen. Cooks Kompositionen wurden besonders verrissen, denn John Landau vom Rolling Stone schrieb, seine Songs seien schlecht genug, um als anstößig zu gelten. Wow. Nach der Enttäuschung, die Mardi Gras bei den Kritikern auslöste, gab CCR am 16. Oktober 1972 ihre Auflösung bekannt. Sie waren die einzige Band, die zählt, bis sie es nicht mehr waren. The Clash lösten sich 1986 auf und waren nur noch ein Schatten ihrer selbst. Es ist zwar leicht ihr schlecht aufgenommenes letztes Album Cut the Crap von 1985 für ihre Auflösung verantwortlich zu machen, aber die Besetzungswechsel, die dem Album vorausgingen, waren wohl ein größeres Warnsignal für die Punk-Ikonen. Der Schlagzeuger Topper Hayden war zwar nicht so präsent wie Frontman Joe Strummer oder Gitarrist Mick Jones, doch war er ein fester Bestandteil der klassischen Clash-Besetzung. Und sein Rauswurf 1982 aufgrund seines Heroinkonsums war ein großer Rückschlag für die Band. Uncut bezeichnete seinen Rauswurf als den Anfang vom Ende von The Clash. Und Strummer fühlte sich immer noch schlecht wegen dieser Entscheidung, als er für die September-Ausgabe 1999 mit der Magazine sprach. Jones war das nächste Mitglied der klassischen Besetzung, das gehen musste. Er wurde im September 1983 gefeuert, weil er von der ursprünglichen Idee von The Clash abgewichen war, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Strummer erklärte gegenüber Uncut, dass er sich für die Entlassungen verantwortlich fühlte, weil er Manager Bernie Rhodes zu viel Kontrolle über die Band erlaubt hatte. Dazu gehörte, wenig überraschend, das Mixen von Cut the Crap in einer Art und Weise, die Uncut als grässlich bezeichnete. Man sollte meinen, dass die Pixies viel größer sein sollten, als sie es waren und mehr als nur eine Band, die mit ihren klassischen Alben aus den späten 80ern und frühen 90ern unzählige alternative Rocker beeinflusste. Theoretisch hatte ihnen der große Durchbruch gelingen können, als sie 1992 als Vorgruppe für U2 auftraten. Aber wie Gitarrist Joey Santiago 2004 gegenüber Spin verriet, war er der Einzige, der sich darauf freute, für eine der größten Rockbands der Welt zu spielen. Offenbar waren Frontman Black Francis und Bassist Kim Deal weniger begeistert, die Vorgruppe von U2 zu sein. Schlagzeuger David Lovering erzählte Spin, das war wahrscheinlich die größte Tour, die wir eröffnet haben. Es war auch die einzige Tour, bei der niemand wusste, wer wir waren. In demselben Artikel deutete Francis die Turbulenzen zwischen den Bands an, die sich während dieser langweiligen Tournee zusammenbrauten. Der Frontman sagte, nichts gegen U2, aber ein Vorprogramm ist undankbar. Wir bekamen nicht viel Resonanz und waren ein wenig angespannt, besonders ich. Ich musste weg von dieser Band und diesen Leuten. Laut Deal erklärte Francis im April 1992, nicht lange nach ihrem Auftritt auf der U2-Tour, dass er wollte, dass Pixies, Zitat, eine Auszeit nehmen. Im Jahr 1993 war es mit Pixies offiziell vorbei. Zum Zeitpunkt des Spin-Beitrags wurde jedoch noch heftig darüber diskutiert, ob Francis, wie er behauptet, seinen Bandmitgliedern die Auflösung wirklich per Fax mitteilte, mit Ausnahme von Santiago, den er anrief. Wie auch immer, es scheint, dass er niemandem persönlich von der schwierigen Nachricht erzählt hat. Sure seems fishy. Nein, die Doors haben sich nicht direkt nach dem Tod ihres Frontmans Jim Morrison aufgelöst. Doch Morrisons tragischer Tod am 3. Juli 1971 war bei weitem der größte Schlag für die legendäre Band. Ohne ihren charismatischen, oft umstrittenen Leadsänger hätten die Doors gigantische Fußstapfen zu füllen. Also beschlossen sie, diese Schuhe selbst zu füllen. Der Keyboarder Raymond Zarek, der Gitarrist Robbie Krieger und der Schlagzeuger John Densmore beschlossen, das Album, das sie zum Zeitpunkt von Morrisons Tod aufnahmen und das den treffenden Titel Other Voices trug und im Oktober 1971 erschien, weiterzuführen. Obwohl alle drei Männer talentierte Musiker waren, war es ohne den König der Eidechsen nicht dasselbe, was auch in zeitgenössischen Bewertungen des Albums zum Ausdruck kommt. Manzarek und Krieger teilten sich auf Other Voices den Leadgesang, aber keiner von ihnen konnte sich mit dem hohen Standard messen, den Morrison gesetzt hatte.
Im Sommer 1992 brachten The Doors ein zweites Post-Morrison-Studioalbum heraus, Full Circle. Das aber wie sein Vorgänger nicht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregte wie die Alben der Morrison-Ära. Am 30. August 1973 beschlossen The Doors weise, Schluss zu machen, bis sie sich 1978 kurz wieder zusammenfanden, um An American Prayer aufzunehmen, bei dem Manzarek, Krieger und Densmore über Morrisons Aufnahmen von gesprochenen Gedichten spielten. 1975 hatte die Purple bereits einige bedeutende Umbesetzungen überstanden. Sänger Rod Evans und Bassist Nick Simper wurden durch Ian Gillan und Roger Glover ersetzt, die später durch David Coverdale und Glenn Hughes ersetzt wurden. Doch als Gitarrist Ritchie Blackmore die Band in jenem Jahr verließ, um sich mit einem wenig bekannten Sänger namens Ronnie James Dio zusammenzutun und eine neue Gruppe namens Rainbow zu gründen, musste man sich fragen, wie viel Deep Purple in den späteren Mark-Vorbesetzungen noch zu bieten hatte. Blackmores Ersatz Tommy Bolin war ein ähnlich talentierter Mensch, der zwei Alben mit der James Gang aufgenommen und mit der Jazz-Fusion-Legende Billy Cobham gespielt hatte. Sein Debütalbum mit der Gruppe, das R&B- und Funk-lastige Come Taste the Band, erreichte jedoch nur einen unscheinbaren Platz 43. Schlimmer noch, Bolin und Hughes nahmen eine Menge Drogen, als sie mit dem Album auf Tournee gingen. Und im März 1976 hatte Coverdale genug gesehen und verließ Deep Purple nach einer katastrophalen Show im Liverpool. 4 Monate später gaben Deep Purple offiziell ihre Auflösung bekannt und am 4. Dezember 1976 starb Bolin im Alter von 25 Jahren an einer Überdosis Drogen. Deep Purple kam 1984 wieder zusammen und Blackmore verließ die Band 1993 ein zweites und letztes Mal. Es war logisch zu denken, dass Oasis auf unbestimmte Zeit weitermachen würde, wenn man bedenkt, wie lange sie durchgehalten haben. Obwohl sich die Hauptfiguren der Band, die Brüder Liam und Noel Gallagher, praktisch vom ersten Tag an die Kehle gegangen sind. Daher kam es etwas überraschend, als gegen Ende des Sommers 2009 alles vorbei war. Zunächst schien es nichts Ungewöhnliches zu sein, als Oasis am 23. August bekannt gab, dass sie ihren geplanten Auftritt beim B-Festival in Chelmsford, England absagen würden. Nach Angaben der Band war Liam an einer viralen Laryngitis erkrankt. Auch Noel fühlte sich nicht wohl, da er in seinem Blog schrieb, dass er nach dem Auftritt im Staffordshire am Vorabend starke Bauchschmerzen hatte. 5 Tage später gerieten die Brüder bei der Vorbereitung eines Konzerts in Paris in einen heftigen Streit hinter der Bühne, bei dem Noel eine Pflaume nach Liam warf. It's a run by fruiting. Liam revanchierte sich, indem er versuchte, seinen großen Bruder mit einer Gitarre zu verprügeln. Einen Tag später, am 29. August, gab Noel eine Erklärung bekannt, dass er die Band verlassen hat. Er sagte Folgendes: Die Leute werden schreiben und sagen, was sie wollen, aber ich kann einfach nicht einen Tag länger mit Liam zusammenarbeiten. Wie The Guardian berichtete, verklagte Liam Noel 2011, weil er in einem BBC-Interview behauptet hatte, der wahre Grund für die Absage des V-Festivals sei gewesen, dass Liam zu verkatert gewesen sei, um zu spielen. Wenn die Gallagher-Jungs doch nur tun könnten, was ihr Song besagt und nicht wütend zurückblicken. The Eagles befanden sich nach der Veröffentlichung ihres Opus Magnum Hotel California im Jahr 1976 unstreitbar im Höhenflug. Wie also kann man so ein erfolgreiches Album noch toppen und den positiven Schwung beibehalten? Mit dieser Frage sahen sich die Eagles konfrontiert, als sie 18 Monate lang das Album The Long Run aufnahm. In einem Interview aus dem Jahr 1977 sagte Sänger und Schlagzeuger Don Henley, dass er wie die Beatles sein wollte, weil sie aufgrund von Termin und Druck so produktiv waren, aber genau das Gegenteil war der Fall. Glenn Frey berichtete unabhängig davon: Es gab so viel Druck, dass Don und ich keine Zeit hatten, unsere Freundschaft zu genießen. Wir mussten uns immer Sorgen machen, ob wir dieses und jenes schaffen. Anstatt wie ursprünglich geplant ein Doppelalbum zu werden, enthielt The Long Run nur 10 Songs, als es schließlich im September 1979 erschien. Der ganze Stress forderte seinen Tribut von den Eagles und es half auch nicht, dass die Platte nach ihrer Veröffentlichung nur mittelmäßige Kritiken erhielt. Der ganze Stress führte zu einer Dysfunktion in der Band, die 1980 bei einem Benefizkonzert für den kalifornischen Senator Alan Cranston zum Vorschein kam, bei dem Gitarrist Don Felder und Frey auf der Bühne Drohungen austauschten. Einige Tage später teilte der Eagles-Produzent Bill Chimchick Felder mit, dass es derzeit keine Band gäbe und es weitere 14 Jahre dauern würde, bis sich die Band wieder zusammenfinden und neue Musik machen würde. Auch wenn es immer noch viele Anhänger mit der Ansicht gibt, dass Yoko Ono die Beatles aufgelöst hat, ist in den letzten Jahren klar geworden, dass John Lennons Beziehung zu seiner zweiten Frau und die spätere Heirat mit ihr nicht als rotes Tuch betrachtet werden sollte, das auf die bevorstehende Auflösung von Fab 4 hindeutete.
Vielmehr kann man davon ausgehen, dass der Tod des langjährigen Managers Brian Epstein im Jahr 1967 der eigentliche Anfang vom Ende der Beatles war. Ja, sie hatten immer noch den Midas-Touch, da sie weiterhin Hits in der Single- und Albumcharts veröffentlichten. Doch ohne Epsteins Anführung und Geschäftssinn trafen die Beatles einige fragwürdige Entscheidungen, wie zum Beispiel den Film Magical Mystery Tour von 1967, der bei Fans und Kritikern gleichermaßen ein Flop war. Das gleichnamige Album erlitt zum Glück nicht das gleiche Schicksal. Ohne Epstein als kühleren Kopf wuchsen die Spannungen im Lager der Beatles, als sie 1968 das White Album schufen. Und ein Jahr später konnten sich die Beatles nicht so recht entscheiden, ob sie Alan Klein oder Paul McCartneys baldigen Schwager John Eastman als Manager haben wollten. Sehr zum Leidwesen von McCartney entschieden sich die anderen drei Beatles für Klein. All dies geschah nach Epsteins Tod und spielte eine wichtige Rolle bei der Auflösung der Beatles, die die Band am 10. April 1970 der Öffentlichkeit bekannt gab. Wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, Probleme mit Sucht oder Suchtverhalten hat, gibt es Hilfe bei der bundesweiten Sucht- und Drogenhotline unter der Telefonnummer 01806 313031.